Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, Hallöchen und willkommen, Fuhrländer! Ja, muss mal gucken, die FL1000 soll das sein. Sieht gar nicht mal so einfach aus, so dass hinten so leicht schräg geht. Das heißt, da müssen wir das Maschinenhaus enger machen. Wir können das gar nicht so in die Schräge an der Seite machen, weil, naja, ne? Das sieht ja komisch aus irgendwie mit Treppen oder so. Das geht einfach nicht. Da muss ich einfach gucken, dass ich dann etwas enger werde und dann geht das schon. Ja, von daher, ne, hier hätten wir sie, Fuhrländer, ne, ja, mal gerade sehen, ob auch alle Bilder Fuhrländer sind, das hier ist nämlich nur das alte, das machen wir mal weg, so, dann haben wir hier das erste, naja, sieht ein bisschen unscharf aus, würde ich sagen, aber ich versuch's trotzdem, hier haben wir eins, das ist perfekt geworden, das sieht man deutlich, gelbe Rotorblätter, braune Maschinenhaus, also braun-weißes Maschinenhaus, bisschen Öl verschmiert, aber das Öl, das machen wir natürlich nicht. Und dann hier braune Rotornarbe und das alle, wie hat sich Fuhrländer das damals gedacht, das so kunterbunt zu machen? Das ist ja mal eine ganz andere Nummer, ey. Das ist ja der Hammer. Bei mir wird die jetzt 82 Meter und in Minecraft und ja, ne, wollen wir mal sehen, ob das hinhaut, ne, hier haben wir noch ein Bild davon, ja, ne, wo man auch ganz leicht oben drüber gucken kann, gerade so, ganz leicht. Ja, und da sehen wir da hinten, wo diese Ausstiegsluke ist, wird es etwas höher und das ist knapp an den Flügel. Ganz hinten am Ende sind die Windmessgeräte. Die Anlage muss ja auch wissen, wie stark der Wind weht und woher, ne? Und ja, wir wollen uns jetzt mal mit dieser schicken, kunterbunten Anlage befassen, ist glaube ich sogar die einzige weltweit. Ich glaube, es gibt nicht noch mehr in dieser Ausführung. Ich habe auch oft Bilder gefunden von der FL1000, wo die wirklich nur weiß war, wie alle anderen Windräder, ne, und vielleicht noch rote Blattspitzen hatte, aber mehr auch nicht, ne. Von daher, ne, ja. Wollen wir mal gucken, ob wir diese Fuhrländer überhaupt hinkriegen hier. Und ja, sieht gar nicht so einfach aus. Aber ich denke mal, ich werde es schaffen. Gehen wir mal auf Minecraft. Wir haben hier schon, Fuhrländer hat schon vorgearbeitet, seht ihr. Der weiße Turm ist 160 Meter hoch, der andere nur 82. Ja, gucken wir mal. Dass wir jetzt den Turm hier hinkriegen. Wir machen am besten noch ein, zwei Blöcke tiefer. Grund dafür ist das hohe Maschinenhaus. Nachher ein, zwei Blöcke höher und die Narbenhöhe ist erreicht sozusagen. Wir sind jetzt hier bei 80 Metern. Ja, ne, so. Was brauchen wir denn nochmal als nächstes? Ihr habt Fuhrländer ja gerade gesehen, ne? Warte mal. So. Wir brauchen Braun, wie ich sehe, brauchen wir auch. Bräunliche Farbe, braun gefärbter Ton, ne? Na, machen wir das doch mal. Na, so. Na, wenn das Spiel sich nicht aufhängen würde. Ja. Das Spiel lenkt sich gerade auf. Moment mal. So, da bin ich wieder. Das Spiel geht wieder. Und es hat nur ein paar Sekunden gedauert. Komisch, dass es erst nicht reagiert hat.
Ja, wir brauchen braune Farbe, wir brauchen weiße Farbe, sprich, ja, wir brauchen halt, wie gesagt, ne, wir brauchen halt dementsprechend weiß, braun, ja, am Turm ist das komplett braun unten, das heißt, die Grundplattform des Maschinenhauses machen wir jetzt mal. Die machen wir komplett braun. Dafür hole ich mir mal braun gefärbten Ton. Ah, oh, das Inventar, das ist sowas von undurchsichtig jetzt geworden. Wir machen uns ein neues. Also, zuerst einmal, damit wir die ganze Zeit auch was sehen können, brauchen wir das. So. Nun geht's los. Wir brauchen vielleicht ja auch eine Quarzstufe, ne? Könnte ja sein. Nee, Schnee brauchen wir nicht. Hier ist er. Quarzblock, grau gefärbter Ton, schwarzer, brauner. So, hellgrün, falls wir nochmal im Turm was machen müssen. Das tun wir jetzt erstmal hier rein. Denn wir brauchen ja noch was. Wir brauchen noch was. Gelb gefärbter Ton. Ihr wisst, die Rotorblätter. Dann brauchen wir noch. Warte mal. Wir brauchen noch Eisengitter. Dann nehmen wir jetzt auch mal eben alles ins Inventar rein. So. Und ja, ne? So. Dann haben wir auch wieder 8 Minuten, ne? Sicht. Ja. Guck ich noch mal, habe ich auch alles? Ja. Sieht eindeutig danach aus, als hätte ich alles. Ja. Braun, weiß und gelb. Ja. Braun, weiß, gelb. Ja. Gelbe Rotorblätter, ey. Am liebsten würde ich da hinfahren und die Rotorblätter abnehmen und sie mitnehmen. Ist nämlich meine Lieblingsfarbe, deswegen. Ja, von daher zu schade, dass so eine Anlage nicht in meiner Ecke steht, ey. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag da drunter stehen, nur wegen der gelben Rotorblätter. Geil, was sich Fuhrländer da ausgedacht hat. Ja, na, von daher, ja, wir brauchen weiß, wir brauchen hinten braun und vorne braun, ne? So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Oh, das Spiel reagiert nicht. Moment kurz. Jo, schon wieder da. Gerade lief das Spiel doch noch. Sag mal, Minecraft, willst du mich veräppeln? Also echt. So, geht doch. T/. Toggle Downfall, bitte. So, los geht's. Wir brauchen braun, wir brauchen weiß. Na? Also, das Maschinenhaus, das, hier haben wir die Rotorblätter. Dann haben wir das Maschinenhaus direkt dahinter, nämlich hier. Echt mal, ey. Joachim Fuhrländer, ey. Was hast du dir dabei gedacht, dass du deine Anlagen so kunterbunt machst, mal im Ernst, was soll das? Das ist total heftig. So eine Anlage habe ich echt noch nie gesehen, bis ich sie das erste Mal gesehen habe. Das ist schon richtig gewaltig. Ja, ich wusste nicht, dass es so kunterbunte Windräder geben kann. Also, das ist Wahnsinn. Zond habt ihr auch, schwarzfarbige Rotorblätter in den Polarregionen gemacht, ne?
Da sind die Rotorblätter schwarz und nicht weiß. Alles andere ist weiß, nur die Blätter eben nicht. Das dient als kleine Hilfe, also als kleine Art Heizung oder was im Winter, wenn es dann richtig kalt wird und so dient das dann, ne? Ja. Hier hätten wir die Narbenhöhe-Sache. Mal gucken, ob es passt. Dann können wir jetzt noch was verändern. 82 Meter sind 83. Na, okay. Dann müssen wir das Ganze noch einen Block tiefer bauen. Dann ist es auch realistischer. Von der Narbenhöhe meine ich. Turm um einen Block runternehmen. So, alles nochmal. Hier waren die Seiten. Hier waren wir hinten am hinteren Ende. Und hier sind wir vorne an den Flügeln, ne? So. Dann kommen wir hier hin. So, erneut. Ihr seht auch was. Super. Ja, hier, naja, das habe ich noch vergessen, kommt eine Falltür rein. Zack. Ja, damit wir hier rauskommen, ne? Ja, von daher. So, nun müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Warnbefeuerung gibt es ja nicht, hat die Anlage noch nicht, dafür ist sie zu klein. Ja, wie sah sie nochmal aus? Mal gerade gucken. Ah ja, genau. Wir müssen vorne. Noch vier Blöcke hoch, damit auch die Rotornarbe gut angepasst werden kann. Um nachher auch die Flügel zu bauen. Na, die Rotornarbe sitzt hier. Ja. Na, von daher, wenn die hier sitzt, dann. Ja. Die Rotornarbe können wir ja sogar schon fertig bauen. Warte mal. Ah, ist eine ganz flache. Das reichen drei Blöcke für aus. Und hier vorne wird die Narbe dann zugemacht. So. Ja. Hier sitzen dann die Flügel dran. Später. Ne? Da hängen halt dann später die Flügel dran. Ne? Ja. Jetzt machen wir erstmal hier die Kanzel fertig, also das Maschinenhaus fertig. Mal sehen. Na, okay, das war dahinter weiß. Ins Detail kann ich ja nachher noch genauer gehen. Jetzt zählt es natürlich erstmal, das Ganze überhaupt fertig zu machen und es so allmählich fertig aussehen zu lassen. Von daher erstmal das Ganze fertig machen und dann am Ende nochmal nachsehen.
Ja, da sehen wir's, ne? Auch oben war das Maschinenhaus, soweit ich weiß. Also machen wir hier auch weiße Farbe, also Quarz hin. Quarz hat gerade eine schöne Struktur in Minecraft, um das Ganze zu simulieren, finde ich. Ne? Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ja, so. Damit hätten wir das Maschinenhaus. Ne? Hier kommt man rein aus dem Turm. Das heißt, naja, machen wir mal die Ausstiegsluke da. So. Um die Ausstiegsluke herum war, meine ich, auch sowas, so eine Art Erhöhung gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. So. Das wäre das. Ja. Wie sieht's jetzt aus? Mal sehen, was ich noch vergessen habe. Ah ja, die Rückwand. Die ist braun. Und nicht zu vergessen, das Maschinenhaus wird enger. Das heißt, wir müssen zwei abreißen wieder. Oder sogar drei, meinetwegen. Und dann hier das Ganze. Verjüngen, sozusagen, dahin. Dann brauchen wir auch die nicht mehr hier. So. So, hier noch einen hin. Das Ganze zu mauern. So, haben wir es ein bisschen in die Enge getrieben, wobei ich meine, die waren noch weiße. Ne? Ich gucke mir das nochmal genauer an gerade. Ja, obendrauf war alles weiß, also auch obendrauf das machen. Ja, dann waren da wie so Lüftungsschächte oder irgendwie sowas ähnliches. Die waren, wenn ich nochmal gucken kann, ziemlich mittig. Das heißt, die waren ungefähr, 4, 5, die waren ungefähr hier. Da macht er einfach eine Falltür hin und dann macht er die Falltür natürlich nicht auf, sondern zu. So. Ne? Und ja, ne, die bleibt dann so, ne? Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir haben fast die Fuhrländer durch. Ne? Jetzt schaue ich noch mal nach den letzten kleinen Feinheiten. Naja, die Windmesser müssen noch dran, richtig? Und ich sehe, wie das nach unten hin, mal genau gucken, nur so mittig war das, ne? Ja, nach unten hin, ungefähr hier. An den Turm verläuft noch. Bis es hinten enger wird, also bis hierhin. Das hier auch noch mal dasselbe. War das richtig? Ja. Hier noch mal
dasselbe. Bis es hinten enger wird. Nochmal das ziehen. So, ne? Weil das geht da so praktisch so schräg rein da. Und ja. Apropos schräg, warte mal. So. Ja. Geht da so schräg rein. In das Braune noch mit Weiß, ne? Ja, dann haben wir, was haben wir dann? Ah ja, die Windmessgeräte, wie oft will ich es noch vergessen? Ja, die kommen natürlich auch. Toggle down voll, ey, immer dieser Niederschlag, ne? Aber wie sind die gebaut? Mal gerade gucken. Ah ja, die sind wie so zwei Stangen in die Höhe. Hier die eine, da die andere. Ja. Oder besser gesagt, warte mal. Hier die eine und da die andere, ne? Ja. Da haben wir auch den Windmesser dran, ne? Ja. Sonst noch was? Mal schauen. Ne. Das Braune da, das geht schräg in das Weiße rein. Aber wie soll ich das bauen? Mit Treppen geht das wahrscheinlich gar nicht so ein. Fach. Und es gibt auch keine Tontreppen, oder? Wie baue ich das denn, dass das dann hier schräg in das Weiße reinführt? Ach, dann lasse ich es einfach. Ich meine, man kann die Anlage doch wohl erkennen, dass es eine ist, oder? Ja. Lala, nochmal gucken. Ist auch nun alles da? Ja, sieht so aus, nur dass hier oben noch ne, ich meine, das verbindet sich nicht. Dann müssen wir das Ganze so machen, dass hier oben praktisch noch wie so ein Zaun ist, dass wenn man da aus der Ausstiegluke rauskommt, dass man nicht gleich runterfällt, ne? So, na. Und dass man dann hier vielleicht eine Öffnung hat, wenn man an die Windmesser muss. Na. Kann ja auch alles mal sein. Na, nun sind die Flügel am Werk. Also los geht es. Alles andere kommt erstmal weg, so. Nochmal zur Sicherheit auftanken. Los geht's. Wie machen wir die jetzt am besten? Ist die Frage, was ist das nochmal? EFL 1000, aber das bedeutet ein Megawatt und nicht irgendwie 1000 Meter Rotordurchmesser. Ja, ich guck nochmal genauer. Wie viel Meter Durchmesser die hat? Rotor 54, okay.
Rotor 54. Mein bisschen Recken. Rotor 54. Warte mal, ich glaube, wir brauchen die gar nicht drei Blöcke dick zu machen. Die Flügel sind ja gar nicht so lang. Ja, dann machen wir die 27 Blöcke. Machen wir die jetzt. Aber dabei müsst ihr jetzt nicht mehr zusehen, oder? 6, 7, 9, 10, 20. 7. Hulala! 27 Blöcke? Aber das ist nur die Hälfte des Rotorblatts. Das ist nur die Hälfte. Der wird noch doppelt so lang, der Flügel. Ha! Aber guck mal, wie nah der an die Frisia rankommt. Oha! Was ist das? Ja, ich glaube, ich mache die dann doch lieber ein bisschen kürzer, damit das Ganze sich da nicht überschneidet, wenn die sich quasi drehen würden. Weil ihr seht, die Frisia steht da, die Furländer steht da. Aber die Flügel sind so lang, dass sie wirklich aneinander kommen könnten. Oha, gerade zählen, wie viele Blöcke das jetzt noch sind. Zweiundzwanzig Blöcke. Ja, ich würde mal sagen, wir lassen es dabei, oder? 22 machen wir noch mal. Nee, Moment. Ach, ich Dummerle. Ich hab mich vertan. Hallo, wenn ihr nachgebaut habt, dann bitte ich euch, den Flügel nochmal abzureißen. Ich habe mich vertan. Also ich sag euch, wenn ihr ein Windrad bauen wollt und das mir nachmachen wollt, müsst ihr wirklich warten, bis ich ungefähr das Windrad beinahe fertig habe, weil ihr seht, ich vertue mich manchmal. Und dann ärgert ihr euch am Ende. Oh, hat sich schon wieder vertan. Sag mal, kann der denn gar nichts richtig machen? Doch, kann ich. Aber ich muss halt auch gucken, ne? Ja, ne? Ja. Warte mal. Ich muss halt auch gucken, ne? Ja, 2 sind 7. 20, 27 Blöcke. Lang wäre also ein Flügel, ne? Das jetzt so sehr. Also muss ich 27. Ah, 13 Blöcke, siehst du? Pro Flügelteil. Das waren 5, ne? 2, 3, 4, 5.
So, das wäre die Länge. Und ihr seht, jetzt kommt die nicht so nah an die Frise ja dran. Natürlich kommt das Doppelte, die doppelte Länge nochmal, ne? Und dann kommt sie fast an die Frisia ran, aber sie kommt nicht ganz an die Frisia-Anlage. Nicht ganz. Also nochmal 13. Schon besser, ne? Während ich die Flügel jetzt komplett mache, werde ich euch mal eben abschalten und werde dann sagen, bis gleich, wenn die Anlage komplett ist. Juhu, da ist sie! Eine richtig coole, farblich coole Anlage, muss ich ja schon sagen. Ich frage mich nur, wie ist Fulländer auf die Idee gekommen, so viele Farben in seine Anlagen einzubauen. Aber ihr seht, es ist vollbracht, die Anlage steht. Ja. Toggle Downfall. Mann, diese Niederschläge nerven manchmal höllisch. Ja, jetzt muss ich nur noch ein Türsystem finden. Wie ist das denn da unten an der Anlage überhaupt dran, ne? Das kann ich auch gerne von einer andersfarbigen abschauen. Das ist ja egal, ne? Egal welche Farbe der Turm hat, es ist ja immer die gleiche Anlage, also na, soll daran schief gehen. Ja. Die Treppe, die geht da. Ich habe keinen Bock im Inventar zu. Ich mach's anders. Ich hole mir die Treppe ins Inventar und zwar so. Ja, na, von daher, die geht da etwa hier hoch, ne? So, da so hin. Machen wir die gleich mal hier komplett hin. So, das ist der Aufgang zu dieser Vorländer. Ja, machen wir hier mal grün gefärbten Ton rein, als Boden, ne, hier. So. Tür nehmen, reinmachen, fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier ein bisschen aufhübschen, das Ganze mit dem Treppenaufgang hier, ne? So. Dasselbe auch nochmal auf der anderen Seite, so. Und dazu jetzt als Geländer natürlich.
Damit hätten wir auch das, ne? Ich weiß, die Treppe besteht nur aus Eisen oder irgendwie Stahl oder was, aber das geht hier so einfach nicht und deswegen mache ich das einfach so. Müsste ja reichen, ne? Ja, und damit, Leute, haben wir eine komplette Fuhrländer FL 1000. Ich hoffe, sie gefällt euch und ja, man kann sie deutlich erkennen anhand der anderen Windräder. Die haben nämlich keine gelben Rotorblätter. Ja, ich weiß echt nicht, wie Fuhrländer bitte auf die Idee gekommen ist, aber naja. Im nächsten Video wird es dann um diesen Turm gehen. Ebenfalls eine Fuhrländer soll hier drauf. Ratet mal welche. Genau. Es ist die FL 2500, die in Lasu die Anlage mit 160 Meter Nabenhöhe, aber eben nicht auf Gittermast, sondern auf Röhrenturm. Geht ja auch. Ist ja in dem Sinne das gleiche. Es sind beides Türme. Ja, nur der eine ist halt Gittermast, der andere, wie hier, ist eine Röhre, ne? Ja, von daher, ne? Die wird dann da oben drauf platziert. Ja. Wenn ihr den Turm noch ein wenig aufhübschen wollt, dann geht das natürlich auch. Wir nehmen uns dazu jetzt Quarzstufe und Treppe, reißen hier ein, zwei Blöcke nieder. Oder mindestens einen zumindest nieder. Setzen da das hin. Vielleicht sieht der Turm dann noch ein bisschen realistischer aus. Und setzen dann hier Treppen dran. Und dasselbe machen wir auch nochmal einen Stockwerk vom Turm höher. Aber hier nur noch mit Treppen dran. So, ne? Ja. Von daher. So kann man den Turm so ein bisschen aufhübschen, wenn man möchte. Ne? Und ja, ne, da zweigt der Weg ab, da geht er weiter zum nächsten Fuhrländer. Ja, aber ich würde sagen, für dieses Video verabschiede ich mich. Danke zum Zuschauen. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team Windrad 2011 und Minecraft werden. Oder auch nicht nur Minecraft, ihr wisst es, ich gehe natürlich auch weiter zu richtigen Windrädern, wenn der Coronavirus vorbei ist. Das wird aber wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, höchstwahrscheinlich. Und deswegen kann ich leider nicht zu echten Windrädern düsen. Schade, schade, sagte Schwarte. Ja, von daher, ne? Deswegen, ja, und von daher, vielleicht kriege ich es dieses Jahr gar nicht mehr hin, dass ich zu welchen Windrädern hinkomme. Werden wir dann sehen, es liegt nur am Coronavirus. Na, Freunde, es liegt am Coronavirus. Wie lange der jetzt andauert, mal sehen. Ja, na dann, teile das Video mit Familie, Freunde etc. Und bis zum nächsten Mal. Ciao mit Fu!